Hallo Marius Ebert hier. Dies ist ein Video zum Thema Video Coachings. Schlagen Lehrbücher. Video Coachings schlagen Lehrbücher, aber ich meine hier mein Lernsystem. Die Video Coachings aus meinem Lernsystem schlagen Lehrbücher und das möchte ich, warum das so ist, möchte ich im Folgenden zeigen. Also, wenn wir mal kontrastieren und uns bei dieser Kontrastierung mal gewisse Dinge bewusst machen, wenn wir hier mal klassische Lehrbücher für diese Spalte hier auflisten, beziehungsweise die Eigenschaften, und hier das, was Video-Coachings nach meinem System, Coachings, Video-Coachings nach meinem System machen und das mal kontrastieren. Ich glaube, dann wird uns einiges bewusst. Das, was ich in der ersten Zeile schreibe, ist im Grunde die Essenz von allem, aber sagt so noch nicht so viel aus. Lehrbücher sind statisch. Ich werde das gleich erklären, was das genau bedeutet für das Lernen, für das Arbeiten mit diesen Lernmaterialien. Und das Zweite, die Video-Coachings sind dynamisch. Das ist im Grunde die Essenz von allem, aber ich glaube, wenn ich jetzt das Video stoppte, dann wäre den meisten noch nicht klar, was das genau für sie zum Lernen bedeutet. Denn beides sind ja Medien, mit denen wir versuchen, besonders schnell und effizient uns weiterzubringen, weiterzuschulen, auf eine Prüfung vorzubereiten. Und jetzt sage ich, Lehrbücher sind statisch, Video-Coachings sind dynamisch. Und ich sage noch etwas und ich erkläre das gleich im Folgenden natürlich genau. Lehrbücher sind ergebnisorientiert. Ergebnisorientiert. Und meine Video-Coachings, mein Lernsystem mit den Video-Coachings ist entwicklungsorientiert. So, und an der Stelle will ich schon mal anfangen, ein bisschen deutlicher zu machen, was das bedeutet. Im Grunde sind die vier Worte hier die Essenz dieses Videos. Der Rest ist dann Erklärung, deutlich machen, Beispiele. Statisch und ergebnisorientiert auf der einen und dynamisch und entwicklungsorientiert auf der anderen Seite. Was heißt jetzt ergebnisorientiert und entwicklungsorientiert? Ergebnisorientiert bedeutet, dass Sie in einem Lehrbuch sozusagen das komplette Gebäude dahingestellt bekommen. Und dass Sie bei meinem Video-Coaching sehen, wie das Gebäude Stein für Stein durch Aufschichtung nach bestimmten Prinzipien gebaut wird. Warum es hier drei Räume gibt und an dieser Stelle zwei und so weiter. Entwicklungsorientiert bedeutet, Sie sehen vor Ihren Augen mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Mitwirkung, durch Ihre Einbeziehung oder mit Ihrer Einbeziehung sehen Sie, wie das Gebäude gebaut wird, das heißt, wie der Lernstoff sich entwickelt. Das ist der Unterschied. Nächster Kontrast. Bei Lehrbücher müssen Sie, der Nutzer, ja, Sie, wenn Sie mit einem Lehrbuch arbeiten, müssen Sie den Prozess vorwärts treiben. Wie? Indem Sie ständig Ihre Augen bewegen. Man sieht nur etwas, wenn man seine Augen bewegt. Starre Augen sehen überhaupt nichts. Sie müssen also Ihre Augen bewegen und Sie müssen umblättern. Und Sie müssen sagen, noch eine Seite und dann wieder umblättern. Das bedeutet vorwärts treiben. Augen bewegen und umblättern. Das müssen Sie bei einem Lehrbuch. Video-Coachings laufen und die müssen Sie stoppen. Sie machen bei den Video-Coachings auch Augenbewegung. Noch einmal, ohne Augenbewegung sieht der Mensch nichts. Er muss seine Augen bewegen. Und Sie machen eine Bewegung mit Ihrer Schreibhand.
Aber der Prozess läuft auch weiter, wenn Sie die Bewegung mit Ihrer Schreibhand nicht machen. Wenn Sie also sagen, das war mir jetzt zu schnell oder ich will mir das nochmal anschauen, dann müssen Sie den Prozess stoppen. Ansonsten treibt der Prozess Sie eigendynamisch weiter. Ja, wir haben also hier Ihre Energie, Ihre, groß geschrieben, Ihre Energie, die Sie verwenden müssen, um den Prozess voranzutreiben. Und Sie haben hier die, sozusagen, wenn Sie so wollen, die Fremdenergie oder die Fremddynamik, dass ein Video, das läuft, läuft. Wenn es nicht ein technisches Problem mal gibt. Ne? Ansonsten läuft das Video durch, das heißt, Sie müssen es stoppen, wenn Sie nicht mehr weiter wollen und sagen, es ist für heute genug, ich bin müde, meine Aufmerksamkeit lässt nach. Und bei den Lehrbüchern müssen Sie den Prozess vorwärts treiben. Das hier, was ich gerade erklärt habe, ist ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg, den meine Teilnehmer mit den Videocoachings haben. Das ist natürlich den Menschen gar nicht so bewusst. Ja, die schreiben mir dann nachher euphorische E-Mails und sagen, ich habe das so schnell gelernt und es war so motivierend und hat so viel Spaß gemacht. Einige dieser E-Mails habe ich veröffentlicht auf meiner Internetseite, auf meiner Shopseite. Nicht bei allem, was ich hier bekomme, bekomme ich die Erlaubnis, das zu veröffentlichen, weil manche Menschen einfach nicht im Internet gefunden werden wollen, was ich respektiere natürlich. Also das steckt dahinter wesentlich, obwohl es den Menschen nicht so bewusst ist. Ja, hier, aus diesem Prozess, dort wo die Pfeile sind, kommt zu einem guten Teil die Motivation, die Sie erleben, wenn Sie mit den Videocoachings arbeiten. Nächster Kontrastpunkt. Ein Lehrbuch zeigt Ihnen keine Einbeziehung des Nutzers, keine Einbeziehung des Nutzers. Die allermeisten Lehrbücher sind so geschrieben, als gäbe es überhaupt keine Leser, zu denen man mal eine Verbindung aufbauen muss. Es ist im Grunde die Grundregel eines Autors, die Grundregel auch eines Vortragenden, auch eines Trainers, dass er erstmal eine Verbindung herstellen muss zu seinem Publikum. Und wie macht man das? Man spricht die Leute mal an. Ja, persönliche Ansprache. Finden Sie das in dem Lehrbuch? Keine persönliche Ansprache. Und in einem Lehrbuch finden Sie auch keine Mitwirkung. Natürlich können Sie selber unterstreichen und Textmarkern, aber im Lehrbuch selber finden Sie keine Elemente, die Sie zum Mitmachen bringen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Keine Einbeziehung, das meine ich mit keine Einbeziehung. Und bei meinen Videocoachings haben Sie eine Einbeziehung, einmal dadurch, dass ich Sie persönlich anspreche, genau wie ich das hier auch mache. Ja, Sie haben hier eine persönliche Ansprache. Und Sie haben hier eine Mitwirkung. Sie werden einbezogen in die ganze Sache, was ein weiter wesentlicher Schlüssel für den Erfolg ist. Lerntheoretisch müsste man sagen, hier ist das kinästhetische Element. Sie wissen, Menschen nehmen Informationen auf, auditiv durch Hören, visuell durch ihre Augen und kinästhetisch durch Anfassen. Hier, diese Mitwirkung ist das kinästhetische Lernelement. Und eine letzte Kontrastierung, man könnte das fortsetzen, aber ich glaube, wenn wir uns diese wesentlichen Dinge hier angeschaut haben, dann ist es verständlich, was ich sagen will. Sie haben in Lehrbüchern in 90%, 95%, manchmal bin ich versucht zu sagen 98%, eine abstrakte Sprache, eine substantivierte Sprache. Ich habe zu diesem Thema Substantivierung, ich nenne das ja Substantivitis und bezeichne das als Krankheit, auch einige Videos gemacht, wenn Sie das hier noch vertiefen wollen, diesen Gedanken oder Belege dafür haben wollen. Das meine ich mit abstrakter Sprache, substantivierter Sprache und Sie haben wenig Beispiele.
Denn Beispiele würden ja die Sache konkret und anfassbar machen und aus irgendeinem Grund vermeiden das Lehrbuchautoren geradezu. Ja, vielleicht verlieren sie dadurch ihren wissenschaftlichen Nimbus, ich weiß es nicht. Und bei mir in meinen Videocoachings haben sie eine konkrete, bildhafte Sprache. Und sie haben natürlich Beispiele. Ja, die Kunst liegt hier in der Kombination, es grundsätzlich zu erklären und das Beispiel zu bringen und beides miteinander zu verweben. Man darf sich auch nicht nur die Beispiele merken, ja, sondern man muss beides miteinander verweben. Und das passiert in den Videocoachings. So, ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, was ich meinte, wenn ich sagte, hier in den vier Worten, statisch und ergebnisorientiert bei Lehrbüchern und dynamisch und entwicklungsorientiert, ist im Grunde schon alles verborgen, was ich im Folgenden dann ausgeführt habe. Aber erst durch die Ausführung im Folgenden ist es dann deutlich geworden, was das wirklich bedeutet für den Lernenden. Und jetzt ist hoffentlich auch deutlich geworden, warum ich das Video begonnen habe mit der These: Video-Coachings nach meinem System schlagen Lehrbücher, schlagen alle Lehrbücher aus diesen hier ausgeführten und dargestellten Gründen. Alles Gute, Marius Ebert.